Ja, ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserem monatlichen Attack Palaver, das wir ja auch mal Palaver nennen, weil uns da sehr wichtig ist, das Gespräch. Deswegen werden wir uns hier auch auf eine Dreiviertelstunde beschränken, um viel Zeit zu haben, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Ich heiße auch schon mal herzlich Herrn Dr. Rappenglück willkommen, den ich eingeladen habe. Ich möchte aber jetzt nochmal anfangen sozusagen mit einem kleinen Einstimmungstext, weil ich das auch senden möchte in unserem Radio Lora Attack-Sendung am 4. Dezember. Wir haben jeden ersten Mittwoch im Monat eine Attack-Sendung und deswegen steht hier das Gerät und nur, dass Sie sich nicht wundern, wenn ich auch immer wieder mal was wiederhole und sage, okay, und jetzt im zweiten Teil kommen wir da und dazu, weil ich dann dazwischen vielleicht mit der Musik reinschneide und so. Deswegen wollen wir das jetzt hier diesen ersten 45-minütigen Teil als Gespräch gestalten. Und nach 45 Minuten haben wir dann noch viel Zeit für ein gemeinsames Gespräch. Und ich glaube, er macht eine Aufnahme. Da müssen wir jetzt alle fragen, oder? Oder nur. Eigentlich nicht, weil wir sind nicht. Zwei genau. Auf jeden Fall. Das Internetversprechen ist Vernetzung, Selbstermächtigung und freier Zugang zum Weltwissen. Es kann demokratisieren, kann mobilisieren und wie wir dahin finden, dass es ein demokratischer Fortschritt ist, wird im zweiten Teil unseres Palavers heute besprochen. Im ersten Teil beleuchten wir die große Bedeutung des Öffentlichen, der öffentlichen Güter für eine gute Demokratie. Vielleicht wird uns diese Bedeutung sogar oder hoffentlich bewusster angesichts dessen, was sie bedroht. Das ist zum einen, was wir als Globalisierungskritiker bei Attac ja immer wieder beklagen, der Privatisierungshype, der die letzten Jahrzehnte alles dem Markt preisgegeben hat, Wissen, Wasser, Wohnungen und eben auch die Demokratie. Zum anderen die Bedrohung der Öffentlichkeit durch die Entwicklung in den sozialen Medien, die immer mehr zu antisozialen Medien werden, mit Vereinzelung, Verzerrung, Machtmissbrauch, Willkür, Spielsucht, entgrenzte Gewaltneigung und Ghettobildung. Geradezu konträr dazu steht der öffentliche Raum als der uns allen gemeinsame Raum, in dem sich Gesellschaftlichkeit bildet und übt, mit dem Bemühen um Verständigung, Respekt, auch Mäßigung und redliche Debatte. All das wird angefressen von den reißerischen Entwicklungen im Digitalen, die an diesem Abend beleuchtet werden sollen, auch mit Rückgriff zum Beispiel auf die Theorien von Jürgen Habermas. Jürgen Habermas hatte ja jetzt 90. Geburtstag und ich finde, wir haben seine Unterscheidung von instrumenteller und kommunikativer Vernunft und auch seine Arbeit am Begriff des Öffentlichen und an öffentlichen redlichen Debatten sehr viel zu verdanken. Und eingeladen habe ich den Philosophen Dr. Michael Rappenglück. Er ist Chef der Volkshochschule in Gilching und macht dort sehr viele Seminare zum Thema Digitalisierung und auch philosophische und aber auch mit Kompetenz im Technischen. Er ist nämlich außerdem auch noch passionierter Astronom und hat das große Glück einer fast eigenen Sternwarte. Gilching hat also eine ziemlich bemerkenswerte Sternwarte und da gibt es natürlich immer wunderbare. Wir haben für den Bayerischen Rundfunk mal eine Sendung über den Mond gemacht, das war ganz wunderbar. Ja, und eine Volkshochschule ist ja auch eine Errungenschaft des öffentlichen Lebens. Und meine Frage deswegen jetzt als erstes an Sie, Herr Rappenglück, würden Sie auch sagen, dass das Öffentliche sozusagen eine konträre Position ist zu dieser Verinselung, wie wir sie jetzt beobachten? Ja, das kann ich ganz unterschreiben. Auf der einen Seite haben wir ja das Herausstellen der Person, auch ich sage manchmal dazu das Displayförmige. Das heißt, man stellt sich dar, das kommt immer mehr. Und natürlich ist das, was die Person betrifft, was das eigene betrifft, dann auch das, was dann vergrößert wird. Also das Internet ist eine Art von Vergrößerung auch der persönlichen Dinge, sowohl im Positiven wie im vielleicht auch nicht so guten Negativen, will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Die Öffentlichkeit, das ist ein ganz anderes Metier. Ich merke das immer daran, ich bin ja auch bei uns im Gemeinderat tätig. Wenn ich, er ist im Gemeinderat ja, tätig für die SPD, aber als ja, Parteiloser. Ja, auch ganz interessant. Und es ist so, dass beispielsweise meine Kolleginnen und Kollegen, wenn sie sich gerne auch darstellen wollen, etwas sagen wollen, zum Teil nicht trauen, weil es öffentlich ist. Wenn dann die Türen zu sind und man in einer geschlossenen Situation macht, geht es ganz anders, weil die Öffentlichkeit nicht mehr da ist.
hat gar nichts damit zu tun, dass man nicht transparent sein möchte, hat einfach was damit zu tun, dass sich der andere gar nicht traut, es darzustellen, obwohl er super gute Ideen hat. Daran merkt man schon einen Unterschied zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen. Und das sozusagen die Pole, die dabei existieren. Das Private ist das, wo man sich auch zurückziehen kann, indem man sein kann, ohne dass immer irgendetwas eben thematisiert wird. Und das Öffentliche ist genau das Gegenteilige davon. Man thematisiert, man positioniert sich auch, man macht sich angreifbar. Das muss man auch aushalten können. Und dementsprechend ist das immer ein Oszillieren zwischen diesen beiden Seiten. Und ich gehe mal ganz kurz zurück auf die Antike. Die hatte da zwei Begriffe. Das eine war, das Private ins Privatissimum zu gehen. Seneca sagt das sehr schön. Und das andere war Res Publica, die öffentliche Sache. Und dann sagt der Seneca noch, es ist eine Zeit, dass man im Privaten ist und es ist eine Zeit, dass man in Res Publica ist. Man soll sich also engagieren, man darf aber auch sich wieder zurückziehen. Manchmal muss man sogar wissen, wann man sich zurückzieht. Ja, und was ich so schön finde, jetzt beim Habermas nochmal lesen von Habermas, dass er so entwickelt, dass die Öffentlichkeit der Raum ist, wo wir eben, weil wir jetzt nicht eine kleine Familie sind, also in der kleinen Familie oder in einer kleinen Community bildet sich Solidarität und bildet sich ein familiäres Zusammenhaltsgefühl, aber wir brauchen ja in einer größeren Gesellschaft eine abstraktere Form von Zusammenhalt und Gesellschaftlichkeit. Und da setzt er vor allen Dingen auf die Vertrauenswürdigkeit, also dass Menschen das Gefühl haben, im öffentlichen Raum findet eben vertrauenswürdige Willensbildung statt, eine vertrauenswürdige Selbstdarstellung, dass Menschen aus einem redlichen Motiv heraus, das nennt er ja auch kommunikative Vernunft, ein Interesse daran haben, dass man sich einigt, dass man sich versteht, dass man sich zuhört. Und ich finde das immer wieder das große Versprechen der Demokratie, dass wir im öffentlichen Raum tatsächlich, ja, wir müssen die Stühle miteinander teilen, wir müssen die Parkbank miteinander teilen, wir müssen den Park, das Öffentliche, die öffentlichen Güter miteinander teilen. Wir sind dabei ziemlich sachlich, also das ist nicht sehr emotional und es braucht jetzt keine Liebe und braucht keine familiäre Bande, aber es ist trotzdem ein sehr verbindlicher Raum, ein Raum, wo ich mich eben hineinbegebe mit dem Bemühen, ich möchte auch die Menschen, die mir eigentlich gar nicht so nah sind, weil ich deren Religion nicht mag oder überhaupt mit ihnen nichts zu tun habe und sie sind mir gar nicht sympathisch, aber ich teile mit ihnen den öffentlichen Raum. Und dieses Zugeständnis, dass man einander einen gemeinsamen Raum immer wieder miteinander teilt und schafft, der scheint mir verloren zu gehen, jetzt im Moment, wo alle im Digitalen sich nur noch gegeneinander so positionieren und einfach nur so rauskotzen, was ihre persönliche Meinung gerade ist, ohne dass jetzt da noch die Resonanz, die Antwort, das Miteinander, das Gespräch, die Kritik, das Infragestellen, der Perspektivenwechsel zugelassen wird. Ja, und ganz wichtig ist das Vertrauen, was Sie gerade gesagt haben, also dass ein Rahmen da ist, in dem ich auch offen sein kann. Und indem ich das darf und kann. Und das bedeutet auch, dass ich eben mich darauf verlassen kann, dass es gewisse Regeln gibt, dass es gewisse Möglichkeiten gibt, wie ich meine Themen bringen kann, dass ich angenommen werde. Ich bringe noch ein anderes Wort von einem anderen Philosophen her, der Gadamer hat mich da sehr inspiriert. Der andere könnte auch Recht haben, finde ich sehr schön eigentlich. Ja. Wenn ich von dem ausgehe, dann habe ich eigentlich die Relation, dieses Vertrauensverhältnis. Und ohne so eine Art Urvertrauen, das geht jetzt ganz psychologisch auch rein, können wir überhaupt nicht miteinander arbeiten, nicht miteinander zusammen sein. Aber es kommt ein Element dazu, was ich ganz bedeutsam finde, nämlich wir haben ja zwei Begriffe. Ein Soziologe namens Tönnies hat es mal gebracht, Gemeinschaft und Gesellschaft. Und die Gemeinschaft ist eigentlich der Punkt, wo ich ein Wir habe. Das kann man sogar biologisch feststellen, kann man im kleinen Rahmen machen. Das geht so ungefähr bis 7 Personen, im Kindergarten zum Beispiel. Danach fangen wir an, übrigens auch mit unserem Hirn zu zählen. Und dann taucht Gesellschaft auf. Das heißt, dann kommen Regeln, dann kommen Abstimmungen, dann kommen Kompromisse und all die Dinge. Aber wir können natürlich aus der Gemeinschaft dieses Vertrauensverhältnis mit reinnehmen in Gesellschaft. Das ist wichtig, auch wenn wir dann in großen, ganz großen Gruppierungen miteinander um Argumente feilschen, ringen, was auch immer. Ja, und interessant finde ich in dem Zusammenhang, was Sie erzählen aus Ihrer Stadtratserfahrung, da ist man ja von Angesicht zu Angesicht beisammen. Sie haben erzählt, dass neulich ein Grüner gekommen ist, hey, wieso machen wir das denn nicht per Livestream irgendwie, dann kann ich zu Hause gemütlich auf meinem Sessel sitzen, dann muss ich doch jetzt hier nicht in die Versammlung kommen, geht das hier auch anders? Aber da haben Sie gesagt, nee, das geht eben nicht anders.
Also wir haben da sehr drum gerungen, muss ich sagen. Das fand ich eine ganz wichtige Geschichte. Wir haben in der Öffentlichkeit um dieses Problem gerungen, argumentativ. Und man kann beides gut finden. Man kann sagen, es ist Transparenz, das ist wichtig. Man kann aber auch sagen, die Transparenz, die nicht dazu führt, dass man wieder von Angesicht zu Angesicht redet miteinander, ist ein Problem. Das heißt, in dem Moment, in dem ich dem anderen ins Gesicht gucke, überlege ich mir auch, was ich sage. Ja? Und wenn ich da zu Hause sitze, muss ich das nicht tun. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Also ich denke, man braucht, wird auch in der Bildungslandschaft sehr diskutiert, machen wir alles ohne Präsenz. Und ich bin der Meinung, nein, wir brauchen Präsenz plus online. Wir brauchen beide Seiten. Dann kann man zusammenkommen. Und das ist auch ein Hinweis auf diese Form von Öffentlichkeit. Wir müssen diese Medien nutzen, aber wir müssen auch unbedingt darauf achten, dass wir uns in die Gesichter schauen können. Und ich kann mir vorstellen, ich erinnere mich immer wieder an Stuttgart 21, was wir da bei Phoenix den ganzen Tag an Bürgerfernsehen erleben konnten, dass das schon auch so repräsentativ geht. Also wir müssen jetzt nicht bei allem immer dabei sein, aber wenn wir den Fernseher einschalten und wir sehen da eine redliche Debatte, wo Menschen sich von Angesicht zu Angesicht austauschen und gemeinsam ringen und arbeiten an einer Problemlösung, das ist das, was der Jürgen Habermas meint, mit einer redlichen redlich motivierten Debatte, wo nicht nur einfach nur ein Parteiprogramm runtergespult wird. Aber das ist eben auch das, was wir vermissen, was wir vor allen Dingen bei ATTAC natürlich auch vermissen im Hinblick auf die Wirtschaft, also auf die Ökonomie, dass an vernünftigen Lösungen gewirkt wird, dass gerungen wird und dass man das erleben kann im öffentlichen Raum, dass redlich gerungen wird, aber dann auch umgesetzt wird, während wir heute das Gefühl haben, naja, das ist dann letztendlich doch immer nur die Lobby, die entscheidet. Und das ist ja dann klar, dass das nicht vertrauenswürdig ist als öffentliche Debatte. Es sind beide Seiten. Das eine ist das Argumentieren, dass man teilhaben kann an dem Prozess des Argumentierens. Ich würde sogar noch hinzufügen, nicht nur die Argumente, sondern auch die persönliche Betroffenheiten sind bis zu einem gewissen Grade wichtig. Dass man also weiß auch, was bewegt den anderen, warum ist der so jetzt gerade da. Aber er muss natürlich den Respekt haben, auch gegenüber der Betroffenheit des anderen. Das ist ganz wichtig, muss man also mit reinnehmen. Und das Zweite ist natürlich, man muss dann auch gemeinsam sagen, wenn man eine gewisse Zeit lang gegangen ist, jawohl, jetzt finden wir müssen zu einer Entscheidung kommen, denn unsere Zeit ist ja so angelegt, dass wir nicht entscheiden können, wie das der Watzlawick gesagt hat, wir entscheiden immer. Selbst wenn wir nichts tun, ist es eine Entscheidung. Und insofern müssen wir uns dann durchringen zu einer Entscheidung, das umzusetzen. Und die müssen wir auch mittragen. Wie viele Entscheidungen sind bei uns gefällt worden in so einem kleinen Gremium, wo ich sagen muss, aber man trägt sie mit und man sieht dann, was für ein Erkenntnisgewinn später draus kommt. Kann sich ja noch was ändern, möglicherweise, wenn mehr. Wenn es redlich zustande gekommen ist. Und was ich in dem Zusammenhang sehr, sehr wichtig finde, also ich würde nie in die Politik gehen, weil ich das nervlich gar nicht aushalten würde und immer nur in Tränen ausbrechen würde, wenn ich so schlecht behandelt werde und beleidigt werde und am nächsten Tag immer all den Spott über mich ergossen spüren würde. Ich finde, Höflichkeit gehört total wichtig zur Öffentlichkeit dazu. Und also das ist für mich eigentlich so der größte Verlust, dass man das Gefühl hat, Höflichkeit bedeutet nichts mehr und wer geht dann noch in den öffentlichen Raum? Also das kann man ganz konkret machen, weil tatsächlich diskutiert wird, jetzt in den verschiedensten Gemeinden, dass für das politische Engagement kaum mehr Bürger zu gewinnen sind, genau aus diesen Gründen. Ich erlebe das selber, da muss man quasi eine psychohygienische Taktik entwickeln, um damit umgehen zu können. Gerade durchs Internet, sie werden sofort, das interessiert auch gar niemand, ob sie zu Hause am Sonntag auch mal Ruhe haben wollen. Nein, sie kriegen das einfach reingewischt und dann muss aber sofort eine Reaktion sein. Nein, natürlich gibt es nicht sofort eine Reaktion. Für mich gilt ja sowieso, nach 48 Stunden reagiere ich, weil ich da nachgedacht habe. Ich brauche Zeit zum Nachdenken, die nehme ich mir auch. Aber da ist ein Punkt des nicht mehr Respekthabens. Man will alles sofort, man drückt rein und es ist meistens, also wenn ich von manchen der Formulierungen ausgehe, dann ist das schwer ertragbar. Da gebe ich Ihnen komplett recht. Deswegen habe ich war früher ein begeisterter Zeitungleser des Lokalteils frühmorgens. Ich lese ihn nicht mehr. Weil ich gar nicht, den Hype rauf und runter interessiert mich nicht. Das geht ja nur fluktuativ. Mich interessieren die Dinge, die durchhalten. Und das kann ich warten, bis sie an mich herangetragen werden. Die kommen schon. Das mache ich nicht. Warum? Weil ich würde überhaupt nicht mehr fertig werden. Aber ich merke bei Kolleginnen und Kollegen, jungen Leuten auch, wir sind junge Leute, die kandidieren wollen, die dann auch sagen, wie lange halte ich das durch? Und ich habe viel erlebt. Die sind wirklich, die haben begeistert versucht mitzumachen, egal von welcher Partei, und sind da krankgeschrieben worden. Also es ist tatsächlich etwas im Gange, was nicht gut ist. Ja, weil wir sind alle Bürger und ich sage immer, der draußen sitzt, sitzt halt mal drinnen. Schaut euch mal an, wie es von der Seite ausguckt und umgekehrt. Dann kommen wir mehr zusammen.
Und dann wäre es auch günstig für die Zukunft. Aber da habe ich den Eindruck, das wird schwieriger. Mhm. Genau wegen dieser medialen Landschaft, die eigentlich positiv ist, weil wir ja mehr austauschen können, aber die diese Früchte dann trägt leider. Ein letzter Punkt, um jetzt die Bedeutung des Öffentlichen zu charakterisieren, ist, dass es dann doch am Ende ja auch darum geht, dass gesellschaftliche Werte alle miteinander teilen. Also das ein gewisser minimaler Konsens von allen geteilt wird, sodass man dann auch im Bierzelt und bei öffentlichen Gelegenheiten wirklich eigentlich mit allen sich einhaken kann und irgendwie empfindet, ja, wir sind hier in einem Land in einem gewissen minimalen Konsens vereint und der ist auch moralisch, der ist normativ, der ist nicht nur technisch oder pragmatisch oder gar ökonomisch, sondern da ist auch ein normativer Rahmen dahinter, sei es die Menschenrechte oder sei es das, was man jetzt immer die westliche Lebensweise nennt oder so. Aber es muss jedenfalls eine spürbare gesellschaftliche Verbindung geben, die wir miteinander haben, die jetzt auch verloren geht, wenn jeder nur in seinem Klüppchen und seiner kleinen Community lebt. Ja, ganz richtig, wobei die erste Basis dafür sehe ich schon in den Umgangsformen. Das heißt also, wie kommen wir zusammen? Da hat Habermas ja auf den Diskurs gesetzt, auf die Argumentation gesetzt, also auf die Art und Weise, wie argumentieren wir miteinander. Man kann da einiges ergänzen, sozusagen Diskurs- und Dialogregeln, die von klein bis groß beherzigt werden müssen, damit wir überhaupt uns miteinander befassen können, austauschen können. Das ist das Minimum. Und dann kommt natürlich dazu Sachkenntnis, Sachstand, dass man da von allen möglichen Seiten die Zusammenhänge, die sehr komplex geworden sind heutzutage, dann auch vernünftig argumentativ mit Vertrauen natürlich auch erklärt bekommt, auch befragen darf natürlich. Und all die, das ist dann die zweite Ebene, die wichtig ist, um da weiter in die Öffentlichkeit zu kommen. Das ist die öffentliche Rechenschaftspflicht, ja. Deswegen sind ja auch viele von uns Anhänger der Gemeinwohlökonomie, die sagt, es muss da auch bei den Unternehmen zum Beispiel eine Rechenschaftspflicht geben gegenüber dem öffentlichen Wohl, den öffentlichen Gütern, dem Gemeinwohl. Das heißt, da gibt es immer eine Prüfung oder eine Instanz, an der ich mich auch reiben und der gegenüber ich mich rechenschaftspflichtig finde und nicht gegenüber dem Aktienkurs. Ja, sehe ich ganz genauso. Die Rechenschaftspflicht, eine Transparenz auf der einen Seite. Auf der anderen Seite nehme ich jetzt auch mal jeden Bürger ran, das ist sozusagen die Verpflichtung, auch sich kundig zu machen, sich zu bilden, die verschiedenen Elemente mitzusehen, Gegenargumente zu gewichten, abzuwägen. All diese Dinge spielen eine ganz große Rolle. Sie hat auf beiden Seiten, weil wir am Anfang angefangen haben, mit der einzelnen Position und der Öffentlichkeit. Das ist die Polarität von beiden Bereichen, die zusammenwirken müssen, damit wir da weiterkommen können. Würden Sie sagen, es gibt eine Bürgerpflicht, wenn man in einer Demokratie leben will, eine gewisse Selbsterziehung zur Mündigkeit immer wieder zu liefern? Ja, das hat ja schon Immanuel Kant so gesagt. Der mündige Bürger, der aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, das ist ganz interessant, was er gesagt hat, selbstverschuldeten Unmündigkeit sozusagen zur Mündigkeit erwacht. Das Problem war, dass das alles auch bei Habermas ein bisschen sehr vernunftorientiert ist. Das ist ja richtig. Aber wir Menschen sind nicht nur Vernunftwesen, wir sind emotionale Wesen. Wir sind, gerade im Internet ist das so, das schaukelt hoch, ja, und man möchte irgendwie loswerden. Wenn wir jetzt noch Vereinsamung haben, dann lässt man es halt da los, nicht? Aber die Gefühle sind wichtig, die muss man mit einbeziehen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite müssen wir das Denken halt auch pflegen. Ja, und gerade auch der Umgang mit den Gefühlen. Der braucht ja auch Mäßigung. Also, ja, also gerade das ist ja auch eigentlich auch sinnlos, wenn man es einfach immer nur alles rauskotzt. Ja, wir haben jetzt ziemlich beieinander, glaube ich, gesammelt, was die Bedeutung des Öffentlichen wäre und ist. Und ich finde tatsächlich, also das Öffentliche ist für mich der politische Begriff für demokratischen Fortschritt, eben auch in Richtung Wirtschaftsdemokratie, wie wir es bei Attac denken. Jetzt im zweiten Teil wollen wir mit Michael Rattenglück mal durchgehen, einige technische Aspekte auch, um uns so auf den neuesten Stand oder auf den gemeinsamen Stand zu bringen. Wir wollen definieren, was ist ein Algorithmus, was ist schwache künstliche Intelligenz im Gegensatz zu starker künstlicher Intelligenz, was hat es mit dem Internet der Dinge auf sich
Und was ist ein neuronales Netz? Wir meinten, also diese fünf Begriffe sollten wir definieren, um zu wissen, wovon wir sprechen. Ja, das ist ganz wichtig. Und gerade beim Algorithmus, ich habe das ja auch bei meinen Themen so, da kommt dann so die Auffassung, ja, die Algorithmen, die beherrschen uns jetzt komplett. Also ein Algorithmus ist das was ganz Simples eigentlich in einer gewissen Weise. Aber ich komme gleich dazu. Ich bringe jetzt einfach mal, wo das überall um uns herum ist. Es ist ja voll im Gange, die digitale Revolution, in einer unglaublichen Beschleunigung. Es hat 20 Jahre gebraucht, um den Schachweltmeister zu schlagen mit einem Schachcomputer. Und nur ein Jahr, um Go-Weltmeister zu schlagen. Go ist viel komplizierter als Schach. Was heißt denn das bitte alles? Ich liste mal auf, wo das überall drin ist und Sie werden sofort merken, wir sind umgeben davon. Aber es ist ja nicht nur einfach, dass wir Gerätschaften haben. Hier stehen ja auch einige rum, jeder hat eines in der Tasche. Sondern es sind alle möglichen Rückkanäle da, Hin- und Herkanäle da. Das ist eigentlich das, was da passiert. Wir haben Smartphones, wir haben das Internet, wir haben Smart Homes. Wie viel Werbung wird dafür gemacht, dass Ihr Home sicherer machen? Das ist ja schön, aber es ist auch beobachtbar und kontrollierbar natürlich. Sie haben Industrie 4.0. Was ist denn das bitte? Müssen wir nachher gleich noch gucken. KI oder AI im Amerikanischen. Spracherkennung, Gesichtserkennung. Sie können das neue iPad entsperren mit Gesichtserkennung. Neuronale Netze, da komme ich gleich drauf. Autonomes Fahren und so fort. Virtuelle Realitäten. Ja. Das ist alleine eine Geschichte, die für sich eine völlig neue Dimension macht. Ich habe da vor Jahren eine Anfrage gehabt eines Teilnehmers, promovierter Wirtschaftler, der gesagt hat, mach mal die Philosophiekurse doch im Second World, in der zweiten Welt. Das heißt, ich erscheine als Avatar und meine Teilnehmer auch als Avatar. Da habe ich gesagt, ist schön für Kranke, gut, aber nicht für uns. Ich möchte sie hier haben, hier, lebendig, nein und so weiter. Aber das ist so viel perfekter geworden als Second World jetzt. Ja. Also virtuelle Realitäten sind fantastische Sachen, aber auch Welten. Wir wissen, dass das Gehirn so sich darauf einstellt, dass sie nachher nicht mehr rauskommen können. Sie sind sozusagen in der virtuellen Welt gefangen. Es gibt schon psychiatrische Fälle, wo sie rauskommen wieder müssen auf die reale Welt. So perfekt können die Dinge sein. Robotik, Industrieroboter ist noch harmlos. Ja. Medizinroboter, Serviceroboter, Altenpflege, positive Dinge natürlich auch, Militärroboter, Gottes Willen, humanoide Roboter. Ein hat ein Menschenrecht bekommen durch Saudi-Arabien. Wie das geht? Ein humanoider Roboter hat ein Menschenrecht zugesprochen bekommen durch Saudi-Arabien, weiß kaum jemand. Ich wollte nur sagen, was da alles los ist. Ich wollte nur sagen, was da los ist. Ja, eben, deswegen sage ich das. Nicht? So, wir haben Drohnen. Und mal ganz ehrlich, ich habe schon die Fälle bei uns in unserer Fraktion und so fort, wo die Leute hinten mit Drohnen beobachtet werden. Ja, was mache ich denn damit? Ich habe selber mit so einer Drohne gearbeitet bei einem Film, da wurde da oben ein Foto gemacht. Das ist natürlich toll, auf der einen Seite, aber es ist auch ganz, ganz schwierig. Biochips, Neuroimplantate. 3000 Menschen in Deutschland haben ein Neuroimplantat, auch schon ein Implantat hier, nicht nur da oben, sondern auch hier. Und in Schweden ist es so, damit können Sie dann schon die Bahnkarte lösen. Sie brauchen nicht, Sie gehen da direkt ran. Und die Leute sind begeistert. Das will ich zu bedenken geben. Ja. So, das haben Sie also auch. Sie haben Organismus-Maschine-Kombinationen, Cyborgs, kybernetische Organismen. Technisch optimierte Menschen. Es gibt die ersten, die das auch schon im Ausweis drin haben. Die haben Infrarotsensoren, die mit dem Gehirn verbunden sind. Die können also mehr sehen als wir normalerweise. Ja. Kann ja toll sein für medizinische Zwecke, aber was heißt denn das eigentlich? Ja. Sogenannter Transhumanismus. Man will den Menschen optimieren. Ja, wohin denn? Und einiges mehr. Sind auf dem Markt oder Entwicklung begriffen. Nur um das gesamte Szenario klar zu machen. Und jetzt geht es natürlich darum, damit können wir unglaublich viel Positives machen und wir können unglaublich viel Negatives machen. Das ist ambivalent, das ist der Fachbegriff dafür. Und warum ist das so? Weil die Technik als solche gar nichts kann dafür, sondern wir sind es. Wir reflektieren uns in dem, was wir da eigentlich tun. Das heißt also, das ist ganz enorm. Jetzt ist die große Frage, was spielt denn da wie eine Rolle? Das erste ist ein Algorithmus, weil man diesen Begriff ja immer wieder hört. Und ganz kurz erklärt, Algorithmus kommt von einem Namen für einen Mathematiker, Muhammad ibn bin Musa al-Khwarizmi. Und al-Khwarizmi ist ja ein arabischer Mathematiker, Astronom im 9. Jahrhundert. Und er kam aus Khwarizmien, al-Khwarizmi. Und davon kommt Algorithmi. Und er hat das erste Buch geschrieben über die indischen Ziffern. Zahlzeichen, die wir verwenden, 825. So, und dann wurde das über die Jahrhunderte hinweg verballhornt zu Dixit Algorithmi, Algorithmi hat es gesagt, und dann hat man das noch mit ein bisschen Griechisch verbunden mit Rhythmus und Algorithmus. So, das ist die Herkunft des Wortes. Und was ist gemeint? Naja, es ist das, was Sie machen, wenn Sie einem Rezept folgen und etwas kochen. Ja, Sie haben einen Input, Sie haben eine Eingabe,
Und dann haben Sie eine Rezeptur, was Sie zu tun haben, und dann kommt ein Output raus. Hoffentlich ein guter Keks oder Kuchen oder sonst was auch immer. Das ist es und nicht mehr und nicht weniger. Also ganz primitiv in einer gewissen Weise. Neuronale Netz ist was anderes. So, und der Algorithmus, der wird dazu verwendet, um bei großen Datenmengen jetzt für die Interessen des jeweilig Verwendenden Ergebnisse rauszuziehen. Sie sammeln also erstmal viel Daten. Man nennt das neudeutsch Data Mining. Das heißt, überall Datenbergwerke werden Daten gesammelt. Und um klarzumachen, was das bedeutet, 2002 etwa war fast 97% aller Daten digitalisiert. Wir haben nur noch ganz wenig Analoges. Die Chinesen nennen das übrigens die fleißigen Bienen. Ja, genau, das hat auch regaliert. So, das heißt Daten sammeln, egal wo. Und jeder, das ist das Interessante, was vor 30 Jahren ein Problem war, Daten abzugeben, wird jetzt gerne gemacht. Wir bezahlen sogar noch für die Datenabgabe. Das ist erstaunlich. Also wir geben alles ab, was nur geht. Und die Algorithmen sind jetzt, kann man positiv sehen, als Beispiel, nehmen wir ruhig mal Barcelona her, mit der Smart City. Man kann das verwenden, um die Mobilität zu steigern, um das zu abzustimmen miteinander. Wenn man weiß, da ist jemand, man hat eine Videoeinrichtung, die sind da auf den Plätzen, man lässt die U-Bahn richtig einfahren, die Aufzüge entsprechend fahren. Man kann also viel Positives damit machen, aber man hat Daten gesammelt. Und die Daten in den Händen derjenigen, die was für die Bürger machen wollen, die Bürger selber für sich was machen wollen, okay, transparent und so fort. Aber in anderen Händen, ganz fürchterlich. Das wird die Ambivalenz. Und jetzt wird gesammelt und gesammelt und gesammelt. Und was dabei passiert ist, dass von jedem Einzelnen ein Schattenbild aufgebaut werden kann. Sie werden also als Person rekonstruierbar mit all ihren Vorlieben. Und das geht, ich gebe ein kleines Beispiel da an, oberflächlichen Algorithmen bereits, also mit Oberflächenselektionen. Es gibt einen netten jungen Informatiker, der hat sich mal die Arbeit gemacht bei Spiegel Online, ne? Nur bei Spiegel Online, nur die entsprechenden Darstellungen, die Aufsätze und Berichte und so weiter, einfach nur zu Cluster zu machen, also Haufenbildungen zu machen, nach bestimmten Kriterien. Er hat nichts von den einzelnen Leuten gewusst, gar nichts. Das endet dahin, dass er sagen kann, mehr wie dem in Urlaub fährt. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, wenn Sie also in Ihrer Wohnung Smart Home haben, Sie haben den elektronischen Wasserzähler drin, Sie haben den elektronischen Stromzähler drin, Sie haben den Kühlschrank, der Ihnen was erzählt, Sie haben und so weiter. Feuermelder haben Sie drin und so weiter. Dann können Sie genau sagen, was Sie da tun. Das kann positiv sein, um den Durchsatz zu verändern und so weiter. Das kann negativ sein, weil Sie einen Einfluss darauf haben. Also werden direkt kontaktiert in der Frage, was wollen wir abgeben? Ich rate immer zur Datenreduzierung bei diesen ganzen Dingen, soweit es möglich ist. Auf der anderen Seite kann man damit viel machen. Man kann das Leben erleichtern, man kann seine Vergesslichkeit sozusagen abgeben, weil da wird man erinnert an das oder jenes. Algorithmus. Das Zweite, das hängt damit dann zusammen, ist IoT nennt sich das Internet der Dinge. Das habe ich gerade schon angeschnitten. Alles wird mit Chips versehen, bis Chips implantiert unter die Haut, alles. Wieder positive Dinge, medizinische Chips, ja, dass Sie also Implantate haben, Cochlea-Implantat beispielsweise für Schwerhörigkeit und so. Da wird es tolle, fantastische Dinge geben, wobei dann immer mehr natürlich bei uns technisch wird, auch im Organismus. Es gibt auch heute schon Verfahren, Zellstrukturen mit technischen Dingen zu verbinden. Also unglaubliche Dinge, die sehr schnell ablaufen. Und wir haben ganz konkret, um Ihnen zu zeigen, das ist nicht abstrakt, wir haben ganz konkret bei uns, Sie werden sich sagen, wo, aber im kommunalen Bereich, auch die Fragestellung gehabt, ob wir etwas fördern sollen oder nicht, wo so simpel einfach Stimmen abgehört werden von Sportlern. Aber was kann man damit alles machen? Nachher haben wir rausbekommen, ja, China ist schon im Hintergrund und möchte gerne die Software haben. Es hört sich so einfach an, ne? Und dann geht's so. Also, das ist Algorithmus, mal kurz, eigentlich ein ganz simples Verfahren, aus großen Datenmengen nach bestimmten Vorgaben und Zielvorstellungen etwas rauszusieben. Siebel, komplizierte Siebel manches Mal. Und das, also damit kann man unglaublich viel machen, positiv wie negativ. Der zweite Punkt, eigentlich in einer gewissen Weise, wenn man so will, bedenklicher, aber auch vielseitiger, sind neuronale Netze. Neuronale Netze ist eigentlich eine Art Simulation, noch ganz primitiv, von Hirnstrukturen. Das heißt, Sie müssen sich ein Netz vorstellen aus lauter kleinen Einheiten. Bei uns im Kopf sind das die Neuronen, die miteinander ein Netz bilden. Und diese Netze, die haben eine Möglichkeit, nämlich zu lernen. Das heißt, da hat man jetzt nicht von vornherein, beim Algorithmus weiß man sozusagen, wo es hingehen soll. Man gibt das Rezept schon an, man kennt die Regeln und man kommt zu einem Ergebnis. Aber hier kennt man die Regeln nicht, sondern das Gebilde lernt, wie das auch Organismen tun. Und nachher kann man sagen, ach, das war vielleicht eine interessante Regel.
Nun, diese neuronalen Netze sind der Entwicklung begriffen, aber sie sind zum Teil auch schon da. Wir nutzen sie auch schon. Falls Sie irgendwo eine Spracherkennung haben, dann sind die Dinge schon da drin. Und ich nutze, das ist positiv, auch zum Beispiel einen Übersetzer, der ein neuronales Netz verwendet. Und der ist so perfekt, dass ich schon Bedenken habe um meine Sprachdozenten an der VHS. Mhm. Warum? Ich nutze das, wenn ich meine englischsprachigen Papers, wie man so gut nennt, nochmal überprüfen will oder übersetzen will. Das geht ruckzuck. Und da muss ich natürlich ein Sprachgefühl haben. Das brauche ich schon noch. Aber es ist eine unglaubliche Erleichterung. In allen möglichen Sprachen. Der kann 50 Sprachen übersetzen. Was passiert denn da? Wir werden demnächst zwei Geräte haben. Sie geben es ein, derjenige gibt es ein und Sie kommunizieren darüber. Erleichterung. Aber wir verlernen die Sprachen. Was tun wir da eigentlich? Ne? So, und diese neuronalen Netze sind im Augenblick so, da gibt es verschiedene Strukturen, dass es einen Eingang gibt und nach vorne hin, ja, das ist ja relativ simpel gemacht, Ausgaben gibt, die erzeugen quasi dann Regeln. Aber jetzt kann man solche neuronalen Netze wieder in sich zurückbinden und dann bekommen die Gedächtnis. Das heißt, es simuliert Gedächtnisstrukturen. Das neuronale Netz lernt. Und die Sachen, die man gemacht hat, sind so, dass solche Netze mittlerweile, wenn man sie kommunizieren lässt, lernt. Da gab es ein Beispiel dafür, dass man nicht mehr kontrollieren kann, was dieses Netz eigentlich macht. Und es kann sein, dass was Positives rauskommt oder auch nicht. Jetzt sagen Sie, was soll das? Ja, aber beispielsweise sind wir bei den Börsen nicht mehr in der Lage, weil es Hochgeschwindigkeitsbörsen sind, im Nanosekundenbereich überhaupt Entscheidungen zu treffen. Also wird das übereignet einem neuronalen Netz. Das neuronale Netz trifft dann die Entscheidungen. Nach welchen Kriterien? Ja, weil es lernt. Aber wohin lernt es denn? Also das ist eine ganz verrückte Angelegenheit und was wir noch nicht können, das ist Gott sei Dank noch im Bereich der organischen Dinge, ist, wir können, also Vögel, Tiere, wir bestimmte, können Neuronen auch wieder neu einbauen in ein solches Netz. Das können diese Netze noch nicht, weil da noch viel mehr Freiheit drin sein muss. Sollte es uns das gelingen, würde ein völlig anderes Spielraum aufkommen. Also ja, was wir da machen, ist gewaltig. Mal nachzufragen, aber bei der Börse ist doch am Anfang ein Algorithmus, oder? Das sind noch sind das Algorithmen, aber weil die Sachen so schnell gehen, möchte man will auch die Entscheidungen delegieren und damit auch Verantwortlichkeiten delegieren. Man will ja nicht mehr in der Verantwortlichkeit sein, das zu entscheiden. Noch sind es Algorithmen, aber man ist auf einem anderen Weg. Man nennt es nachher Maschinenethik, man will ja die moralische Seite, die Verantwortlichkeit auch delegieren. Dafür reichen Algorithmen nicht mehr, aber neurale Netze könnten sowas tun. Aber das kann ich mir jetzt so konkret nicht vorstellen, wenn ich jetzt an der Börse bin oder arbeite. Jetzt habe ich da, also wie muss man sich das vorstellen? Wer gibt da welchen oder wie einen Algorithmus ein und an welcher Stelle wandelt er sich in ein neuronales Netz? Nein, das ist jetzt nicht mehr so. Noch sind es Algorithmen. Wenn man aber neuronale Netze eingeht, vertraut man dem neuronalen Netz auch die gute Entscheidung an. Das ist eine Kategorie mehr. Mhm. Wir sind noch nicht da. Aber wenn wir da sind, verstehen Sie, was ich meine? Wir geben die Wertesetzung weg, die wir noch haben. Die überlassen wir einem neuronalen Netz. Ja. Weil das ja sozusagen besser noch zu einer Entscheidung kommt, die wir noch überhaupt nicht kapieren. Die noch gar nicht regelmäßig festlegt, die wir im Nachhinein regelmäßig wahrnehmen können. Das neuronale Netz ist wie ein Kind, das sich entwickelt. Und das probiert ja auch aus. Teile sind Algorithmen da drin, aber Teile ist was anderes. Das meine ich damit. Und da kommt eine hochbedenkliche und bedenkenswerte Sache mit rein. Weil wir wollen sozusagen auch in diesem hochkomplexen Gebilde, was wir selber produziert haben, wollen wir gar nicht mehr verantwortlich sein müssen. Und denken, es können solche Gebilde ist besser, weil sie schneller sind, das machen die Algorithmen. Aber weil sie dann auch noch diese Fähigkeit haben, darauf gehen, Werteentscheidungen zu treffen. Das ist der nächste Punkt. Ne? Also das ist die höchste Stufe und da würde ich sagen, wird es dann so richtig. Frag, Merodik. Aber wir bewegen uns mit der affenartigen Geschwindigkeit in diese Richtung. Das wollte ich bloß angeben. Also Algorithmus ist im Vergleich, was Datenmining betrifft, höchst effizient, aber sehr einfach gestrickt, gemessen an dem, was da kommt. Soweit war das. Ja. Ganz kurz noch, was der Unterschied ist zwischen schwacher künstlicher Intelligenz und starker. Das ist ganz gut, das trifft damit hinein. Die schwache Intelligenz, künstliche Intelligenz, ist genau das, dass wir solche Algorithmen aufbauen. Und die starke künstliche Intelligenz ist Bewusstseinsstruktur. Das heißt, wir haben ein maschinelles Bewusstsein.
Ob das hinhaut oder nicht, das wird man sehen, da arbeiten sie an allen möglichen Ecken dran. Aber das ist genau das, dass jetzt was Eigenständiges, Bewusstes ist. Also es ist wie ein Tier, das selber agieren kann, das nicht einfach nur einer Steuerung folgt, sondern selber agiert und dann Eigendynamik entwickelt. Also deswegen ist es so bedeutsam für humanoide Roboter, wenn es nur Werkzeugroboter sind, das ist algorithmisch eine höhere Geschichte. Aber wenn ich einen habe, der selber sozusagen entscheidet, dann komme ich natürlich schon in einen ganz anderen Bereich rein. Und das ist starke künstliche Intelligenz. Die starke künstliche Intelligenz ist, wenn wir es nicht mehr in der Hand haben, was da wirklich passiert. Wir werden sozusagen, das ist ein freieres Gebilde dann, sag ich mal. Und ist ja dann auch diese Glaubenscommunity von Silicon Valley, oder? Also die wollen letztendlich dahin. Und der Gedankengang ist eigentlich, dass eine technische Evolution nachher optimaler und besser ist, als wir mit unseren schwachen, unseren Versagensgeschichten und so weiter. Dass sozusagen die Schnelligkeit, die Effizienz der Algorithmen kombiniert werden könnte mit den Wertestrukturen, die wir auch haben und deswegen dem auch der Vorrang zu geben ist, weil wir ja eigentlich das nicht mehr können. Und das nennen die auch wirklich Evolution? Das ist eine technische Evolution und da hinein geht ja auch dieses sich verschmelzen mit der Maschine, Transhumanismus. Wollen wir das? Das ist die Frage. Nicht? Aber das sind so die Elemente. Gut, man könnte sagen, das ist noch Leichtspielerei, aber es bewegt sich in eine Richtung, die da schon ankommt. Weshalb jetzt zum Beispiel die humanistische Digitalisierung, über die der Ida Rümelin sein Buch geschrieben hat, unser Philosoph in München, oder digitaler Humanismus heißt es, glaube ich, der befürwortet die schwache künstliche Intelligenz, in der immer noch der Mensch der ist, der die ethischen Standards setzt und kontrolliert. Ja. Da bin ich ganz bei ihm, hatte seinen Vortrag auch mal gehört, bei uns bei den Volkshochschulen war das so, da hat er genau darüber gesprochen gehabt. Die Frage ist natürlich auch, befürworten ist das eine, nicht? Durchsetzen oder ob es geht, ist das andere. Ich frage mich immer, das ist jetzt ein philosophischer Gedanke, wir haben ja da eine ganz schizophrene Art und Weise mit den Dingen umzugehen. Wir möchten eine perfekte Maschine haben, die aber wie ein Mensch ist. Aber ein Mensch ist deswegen gerade kreativ, weil er Fehler machen kann. Also will ich eigentlich, wenn das kreativ sein soll, eine Maschine, die Fehler machen kann, die habe ich doch, bin ich doch selber. Was machen wir denn da eigentlich? Ja. Also besser wäre es, eine Maschine zu wollen, die uns nicht ähnlich ist, sondern eine Maschine bleiben kann. So ist es. Genau so. Und mir fällt immer ein Beispiel aus dem Science Fiction aus Star Trek. Da gibt es diesen humanoiden Roboter, Data wird er genannt, und der hat keinen Emotionalisierungschip. Der ist eine Maschine, die schafft das nicht. Aber sein Bruder, der hat einen Emotionalisierungschip. Und der macht genau die gleichen verwerflichen Dinge, wie ein Mensch sie macht. Die Frage ist, was bedeutet Emotionalität in dem ganzen Bereich? Was sind diese Dinge, die uns menschlich auszeichnen? Und wir wissen es aber nicht. Ja? Es ist sozusagen wie eine Art Experiment, wie eine große Frage, die wir stellen. Und ich kann persönlich nur hoffen, dass mir Rümelin recht behält, dass wir sozusagen bei der KI bleiben. Die ist sehr effektiv, das ist gut, mit aller Ambivalenz. Aber im anderen Bereich wird die Frage an uns wirklich gestellt. Ja, die Krux ist ja, das schauen wir uns ja als Globalisierungskritiker vor allen Dingen mal an, dass wir mit diesen konsumistischen Angeboten, die uns diese Digitalisierung bietet, also Amazon rauf und runter und tolle Bequemlichkeit und tolle Möglichkeit zu Hause sich gemütlich zu machen und nichts mehr von der Welt mitkriegen zu müssen, dass man dafür in Kauf nimmt, sich an die Algorithmen zu verkaufen, weil man auch noch nicht spürt, was das bedeutet, Überwachungsstaat. Also die Bereitschaft, aus diesem konsumistischen und bequemlichen Angebot dann dieser Datenmaschine sehr weit entgegenzukommen und null Skepsis aufzubringen, ist einfach sehr verführerisch, weshalb halt der Kapitalismus und die Digitalisierung da sehr gut zusammenpassen und natürlich am Ende auch die Überwachung und der Kapitalismus. Ja, das ist ganz, ganz richtig so. Aber ich gebe dann noch doch zu bedenken, dass da noch was Interessantes anderes auftaucht, nämlich wir Menschen spüren dann bei der Überflutung mit allem, Überflutung mit Reizen, Überflutung, dass alles eigentlich gemacht wird. Wer sind wir denn sozusagen? Also da kommt was ganz anderes auf. Da kommt nämlich Einsamkeit plötzlich auf, da kommt Isolation auf. Die isolieren sich ja auch, die dann zu Hause sitzen. Natürlich können sie miteinander kommunizieren und so weiter, aber wo ist die menschliche Begegnung? Und das ist sozusagen der Hoffnungscharakter da drin, weil da existiert etwas in uns, was man, selbst wenn man einen Neoprenanzug hätte, wo Gefühle übermittelt werden würden, das ist es nicht. Also Ihre Hoffnung anderes. Ist, dass dieser Mensch doch irgendwann raus will aus dem Neoprenanzug und sagt, hey, wo sind die Mitmenschen, hey, wo ist der richtige Himmel, wo sind die Pflanzen, ich möchte riechen, fühlen, eine menschliche Begegnung. Ich glaube, die Bewegung ist sogar im Gange, denn
da bringe ich das Hölderlin-Zitat, wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Ja. Das ist interessant, dass so viele plötzlich wieder analog denken. Analoges Fotografieren, analoge Schallplatten, da kratzt es so schön, nicht? Also, das ist doch was. Und was ist das? Das ist, weil wir noch eine andere Dimension haben. Und eine verrückte Chance in diesem totalen Extremen auf diese Vernetzung rausgehen, ist wieder das andere zu entdecken. Gut, dann kommen wir doch jetzt im dritten Teil auch dazu, was könnten wir wiederentdecken und welche Wege, welche auch gesetzgeberischen Maßnahmen wären notwendig, um die Digitalisierung der Demokratie wieder dienlich zu machen, um sie in den Dienst der menschlichen Bedürfnisse zu stellen, um in den Dienst eines ethischen großen Projekts, was ja dann auch ein ökologisches Projekt, zum Beispiel für die CO2-Messung wären Algorithmen ganz nützliche Werkzeuge, um also ökologische, den Fußabdruck zum Beispiel zu messen von Unternehmen oder Lieferketten zu kontrollieren. Alles diese Dinge könnte man durchaus auch digital dann gut machen. Aber wir wollen die große Demokratiefrage stellen, wie bringen wir diese Dinge zurück in unsere menschliche Kontrolle und vor allen Dingen auch Menschen dazu, dafür zu kämpfen, dass das ein Ziel ist. Also ich bin da immer der Verfechter von den beiden Seiten. Das eine ist das Individuum, das heißt, was ich vorhin schon gesagt habe in Bezug auf gewisse Wertigkeiten, wie geht man miteinander um, Respekt, die Achtung vor dem anderen, auch die Form, wie man Dinge darstellt, wie man Emotionen zur Geltung bringt, nicht verleugnen oder zur Geltung bringen, aber in einer bestimmten Art und Weise, das ist ganz wichtig, also das Umgehen miteinander, das ist mal die erste, und zwar egal auf welcher Ebene, also wir sind alle sozusagen die Bürger und da muss das für jeden sozusagen da sein und das müsste auch fürs Internet nicht eine Etikette, wo man nettes Smiley hinmacht, sondern das müsste auch ganz deutlich sein, dass man sagt, das ist jetzt, das geht so nicht, weil das wirkt nicht in einem solchen Möglichkeit zu argumentieren oder umzugehen. Das halte ich auch für das Netz, ist da für mich kein freier Raum, weil das ganz wichtig ist, dass dieser Anstand da ist und das ist so furchtbar in vielen Punkten, wie wenig Anstand da drin ist. Der zweite Punkt ist natürlich, dass sowas wie Transparenz und Kontrollmöglichkeit da sein muss. Die Bürger müssen sich einbringen können, also müssen auch ein Bewusstsein haben, was ist positiv, was kann ich machen, wo nützt es mir was? Also nicht Technikstürmerei, das ist nicht richtig, sondern wo nützt es etwas uns allen miteinander, wo kann es auch die Umweltfragen zum Beispiel anders behandeln und wo muss ich aufpassen, dass das nicht entgleitet, dass ganz was anderes draus wird. Dazu brauche ich natürlich auch eine seriöse Darstellung von Fakten, das ist ein sehr abgeschliffenes Wort mittlerweile, aber von Dingen, die ich nachprüfen kann, wo ich Zusammenhänge verstehen kann, Komplexitäten verstehen kann. Und das andere ist natürlich der Eingriffspunkt sozusagen bei den Firmen, auch dort überall, dass man aus dem Punkt rauskommt, dass wir kriegen lauter Oligarchien, die letztendlich mit politischen Gebilden sich verbandeln und da interessieren keine nationalen Ecken mehr und gar nichts mehr, sondern noch diese Dinge. Und da denke ich, da ist das Internet eine Instrumentalisierungsmöglichkeit für die Idee. Das ist gar keine Frage und da muss man hellhörig werden. Das heißt, man muss sehen, was diese großen Firmen, Amazon, alle möglichen hier tun. Und ich sehe das zum Beispiel, wir haben im letzten Jahr das Datenschutzgesetz gehabt. Wie hat das uns jetzt als Erwachsenenbildungseinrichtung gefordert? Ganz enorm, ganz enorm. Aber wenn ich mir da angucke, was die anderen machen, mit welchen juristischen Abteilungen sie im Hintergrund sind, frage ich mich, was ist das eigentlich dazu, ist doch dafür, dass wir wegkommen, weil wir noch aufmüpfig sind, sage ich einmal. Und im großen Bereich, da leistet man sich da nicht mehr so hinzugucken. Ja. Wie wäre es mit der Vergesellschaftung von digitaler Infrastruktur? Ja. Oder auch der Vergesellschaftung, so wie wir bei Attac auch über die Vergesellschaftung von großen Banken nachdenken, also auch das Kreditsystem unter öffentliche Kontrolle zurückzugewinnen, könnte man ja auch die digitale Infrastruktur also unter öffentliche Kontrolle bringen. Das halte ich für sehr, sehr richtig und sehr wichtig. Und zwar auch vor dem Hintergrund, man überlege sich, wir haben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch als kleines Quäntchen einer Bastion, kann man dazu stehen, wer will, aber es ist ein wichtiger Punkt und das finde ich genau in der gleichen Richtung wichtig, natürlich. Dass wir eine Möglichkeit haben, wo nicht abgefischt wird, aufgegriffen wird oder wo wir es anders kontrollieren können. Das sehe ich ganz genauso, ja. Und sehen Sie da eine Hoffnung, dass ich meine, es gibt schon sehr viele kritische Bücher, der Herr Lobo zum Beispiel oder Hofstetter heißt eine Frau, kluge, tolle Bücher, die das eigentlich so andenken. Aber jetzt haben wir es da mit Medienkonzernen zu tun, also mit sozusagen imperialistischen Mächten. Also es bleibt am Ende wieder die Frage nach den Machtverhältnissen,
den realen Verhältnissen, also ist es völlig naiv, was wir jetzt hier reden, oder ist es möglich, dass sich doch eines Tages jetzt zum Beispiel auch die Jugendbewegung, die über Ökologie nachdenkt, die dann irgendwann auch drauf kommt, ja, das geht alles nicht, wenn wir nicht diese öffentliche Kontrolle zurückgewinnen über die elementaren Lebensgüter. Dazu zählt eben auch die digitale Infrastruktur. Ja, also ich habe da schon eine Hoffnung, dass sich da was in diese Richtung ändert. Auf der anderen Seite, für mich ist immer wichtig, dass auch dann die Einzelnen selber da zu einer Erkenntnis kommen. Und erschreckend ist auf der Seite, dass die meisten die Erkenntnis gar nicht haben. Das ist das, was ich eben beobachte. Ich sehe es allerdings jetzt seit einem Jahr ungefähr bei uns, dass danach gefragt wird. Aber meist nicht von jungen Leuten, sondern es wird nachgefragt von der Generation der frühen Rentner und Rentner, sage ich jetzt einfach mal. Aber nicht von dieser Seite. Und was auch noch interessant ist, meistens wird ja die Generation der 60 Jahre und so vorgeworfen, Digital Natives wären das nicht gerade. Ne? Aber es ist umgekehrt so, dass da noch ein Verständnis war, wie die Dinge aufgebaut waren. Ne? Wenn man es selber zusammengebaut hat oder so. Jetzt merken wir, haben wir überhaupt kein Verständnis mehr. Sie nutzen das, sie konsumieren das. Ganz wenig Verständnis, was ist im Hintergrund, wo wird das Ding eigentlich produziert, was ist los, was macht mein Smartphone eigentlich an Umweltfrage, ne? Auch so eine Geschichte. Das ist das, wo ich sage, da wäre eine Hoffnung, wenn das mit reinkäme. Also es müsste auch ein Kapitel sein, Medienkompetenz, Medienbildung in den Schulen, Universitäten und so fort, gleichzeitig mit der Verwendung dieser Dinge. Es müsste auch ein Hinweis darauf sein, natürlich, was kann man damit machen, also was wir gerade jetzt so diskutiert haben, all diese Dinge. Dann glaube ich, ja, dann wäre da auch eine Bewegung möglich. Also nochmal Barcelona, was Sie es vorhin noch erwähnten. Ja. Die Bürgermeisterin heißt Ada Colau, diese ehemalige ökologische Aktivistin oder jetzt immer noch Aktivistin, seit 2015 Bürgermeisterin, die versucht eben doch sehr beherzt in ihrer Stadt neue Experimente mit Technologie, allerdings auch mit Huawei, habe ich jetzt gelesen, hat sie einen Vertrag. Also dass man auch in einem urbanen Leben Technologien gut nutzen kann, dass man sehr wohl auch Filter in der Kommune benutzen kann, die also das Schlechte filtern und das Gute befördern. Ich weiß jetzt nicht genau die Anwendung, die haben auch sehr viel so Partizipationsexperimente, dass die Bürger in Bürgerdialoge einbezogen werden, dass Dinge... Was ich ganz wichtig finde ist, in Barcelona ist beispielsweise so, dass Bürger auch etwas im kleinen Raum ausprobieren können und dann selber die Erfahrung machen, oh, das ist aber nicht gut oder das ist gut. Das meine ich mit dem nicht abstrakt darüber diskutieren, sondern selber sehen, das sind die Auswirkungen davon. Und die machen genau solche experimentellen Teile davon. Also sie sagen, aha, das probiere ich, oh, hat nicht geklappt. Und Erfahrungen, die man selber machen kann, das ist das Wichtigste eigentlich, was man einbringen kann. Und das Zweite, was sie in Barcelona machen, ist, das hängt aber mit Stadtstrukturen zusammen, dass sie das auf Superblocks auch runterbrechen. Das heißt also, dass Erlebbarkeit in kleineren, also dezentraleren Strukturen eigentlich auftaucht, wo dann besser abgepasst werden kann. Also das ist eine ganz umfassende Konzeption, die wir eigentlich haben. Also Superblocks heißt jetzt stadtviertelbezogen, ja, oder themenbezogen? Nee, stadtviertelbezogen. Stadtviertelbezogen und auf diese Art und Weise dann das sozusagen vernetzen da drin, also zu größeren Einheiten vernetzen. Also das ist doch etwas, was, da ist ein komplexes Denken im Hintergrund. Ja, und dann natürlich die ganze Frage von Carsharing, ja, alle Sharing-Ideen, also die auch eigentlich auf die Idee hinausgehen, das Privateigentum zu überwinden und kollektive Formen des Nutzens zu finden, in Verbindung wieder mit öffentlichen Gütern und den persönlichen Autoverkehr zu überwinden. Also alles das findet ja dort auch statt. Ja. Also das Modell ist, glaube ich, sehr gut. Da versucht man im Augenblick sogar, heißt Barcelona 3.0 sogar, also eine neue Version da reinzubringen. Das sind alles experimentelle Modelle, die man durchführt. Da muss man schauen, wie wird sich das entwickeln. Wichtig ist, den Bürger mit einzubeziehen und vor allen Dingen auch die Bürger untereinander, das erlebe ich jetzt wieder im kommunalen Bereich sehr stark, dass sie untereinander auch sehen, aha, der sieht es aber so und das ergibt sich da draus und ich sehe es jetzt so und das ergibt sich da draus und jetzt versuchen wir gemeinsam hinzukommen. Ja, das ist eigentlich... kein störender Prozess ist, wo man denkt, oh Gott, das muss ich mit meinen Mitmenschen auseinandersetzen, sondern am Ende ein bereichernder. Ja. Also, dass man am Ende reicher da rausgeht, wenn man irgendwo sich ausgetauscht hat, auch mit Menschen, die man vielleicht schwierig findet. Ja. Und wenn man dann die Erfahrung gemacht hat, da ist jetzt doch ein Weg möglich geworden, ist das wahrscheinlich sehr beglückend. Ja. Also die Erfahrung haben wir in den Dingen, die wir gemacht haben, so Bürgerdialoge gemacht für Umgestaltung bei uns im mittleren Bereich unserer Gemeinde in Gilching.
Und das war zum Teil, manches Mal war es natürlich auch mühsam, es haben sich nachher auch nicht mehr so viele beteiligt, das ist leider so. Die Aktivität ist halt dann auch immer begrenzt, weil viele natürlich im Arbeitsprozess ganz keine schön... Keine Zeit genau. haben. Aber trotzdem ist was rausgekommen. Es waren alle vertreten, die einen von der Wirtschaft, die anderen von den Geschäften, die nächsten, die halt gesagt haben, ich möchte aber ganz gern, dass es lebenswert für meinen Bereich ist und so weiter. Und es hat sich was getan, und was wir alle miteinander mitgenommen haben, war, wir können zusammenkommen, wir können ganz verschiedenartig diskutieren und dann kommt was raus, was wir nachher sogar ganz interessant dann im Gemeinderat verteidigt haben, ja, wo wir gesagt haben, das haben aber die Bürger jetzt gewollt und da lassen wir uns jetzt nicht wegbringen davon. Was war das denn ganz konkret? Das ging ganz konkret darum, um eine Gestaltung, ja, des Innenraums. Wir haben noch so eine Möglichkeit, das Innenzentrum zu gestalten, und da wetteifern natürlich die überall die Grundstückspreise, nicht? Ist klar, die wetteifern, dass sie dann noch mehr bauen können und vielleicht auch nicht gerade schöne Sachen, gute Sachen bauen können, Hauptsache es ist, ne, lukrativ. Und die anderen, die aber leben wollen natürlich dort, nicht? Und dann wieder andere, die wollen natürlich mit ihren Geschäften da sein, und da haben wir noch etwas. Und da war die Konzeption, wie machen wir denn das? Und Bürgerdialoge. Und wie unterschied sich die digitale Befragung von einer Versammlung? Da gab es noch keine digitale Befragung. Was war's? Es war einfach richtig Anwesenheit, Bürgerdialog, Gesicht zu Gesicht. Gab es keine digitale Befragung. Ja, dann kommen wir aber trotzdem nochmal zu der Frage, wie man das jetzt auch verbinden könnte. Also es gab ja die Experimentierphase bei den Piraten, bei der Piratenpartei mit der sogenannten Liquid Democracy, mit der flüssigen Demokratie, wo also das ja sehr enthusiastisch betrieben wurde. Alle werden zu allen Fragen ständig befragt. Aber das ist ja gescheitert. Ja, ich glaube, das hängt auch mit dem Medium zusammen, weil das Medium, das Internet ist eigentlich etwas, wo man auch dort am Ball bleiben muss. Deswegen hängen ja so viele dann auch beständig drin. Und das teilt die Bürger dann schon auch auf, in die Internetnutzer ganz aktiv sind, 4, 5, 6 Stunden am Tag oder noch länger, und in die gar keinen Zugang haben dazu. Auch sehr viele ältere Leute, die gar keinen Zugang haben dazu. Und solche, die sich einfach nicht erlauben können, beständig da drin zu sein und daran teilzunehmen. Das heißt, es ist einmal auf der einen Seite eine Kommunikationschance, auf der anderen Seite auch ein Hindernis dafür. Und man muss auf jeden Fall begrenzen. Also ja. Man muss es zeitlich begrenzen, man kann es nicht in die Ewigkeit hin immer öffnen und das Fass immer wieder neu aufmachen, sondern es muss auch mal wieder was zugemacht werden. Es kommt auch noch was anderes dazu. Es ist ja ein Filter, wo wir die Persönlichkeiten nicht sehen können. Das heißt, die Befindlichkeit des anderen, das ist schon am Telefon so, die kriege ich quasi nicht wirklich mit. Das heißt, der kommt geladen von irgendetwas zu dieser Bürgersprechstunde oder was auch immer und dann wollte vielleicht ganz was anderes sagen. Und das ist ein Problem. Ich muss es entweder so kanalisieren, dass ich die Argumentationsschiene bekomme, da springen viele weg. Weil sie sagen, ach, das ist so anstrengend und ich will ja eigentlich bloß jetzt sagen, was mich stört oder sonst was. Oder ich kriege eben das Reine nur hinbringen und kriege keine Argumentation mehr raus. Und ich sehe es so, Informationen sammeln, sowas machen wir auch per Online, wenn es um irgendwelche Dinge geht, dass man Informationen sammelt. Man muss aber viel auf der anderen Seite auswählen dann, weil unglaublich viel mit reinkommt, was sie überhaupt nicht, das können sie nicht verwerten da drin. Es kommt sehr, sehr gute, kreative Dinge kommen auch. Und das muss man dann ergänzen mit Anwesenheit, mit das mit reinbringen und dann das auch zum Gegenstand machen, eben persönlich, Gesicht zu Gesicht. So eine Kombination. Packen wir es an. Packen wir es an. Ja, ich sage jetzt nicht, wir schaffen das, aber ich sage, wir treffen uns am Freitag wieder. Und ich danke dafür, dass das jetzt ein richtig tolles Palaver war. Vor allen Dingen dank Ihrer tollen, interessanten Knappen. Vielen Dank. Danke. Ja, es mag es.